Jo, und was geht, euer Crow, zurück mit einem Dragon Ball Video. Ja, diesmal geht es darum, was wir in der Preview gesehen haben, also eine kleine Analyse könnte man sagen. Wir sehen, dass Son Gohan und Piccolo gefangen sind in einer Illusion, die erzeugt wird von dem kleinen blauen Gnomen, der Shanza genannt wird. Und er kann wohl möglich mit seinen Fähigkeiten eine Trugbildwelt erscheinen lassen, also eine Welt, in der die Leute oder die Gegner dann gefangen sind, obwohl sie halt nicht gefangen sind, aber halt die denken, ihr wisst schon, was ich meine, also halt eine Illusion, in der sie gefangen sind. So wird bei Naruto sehen mit den Sharingan zum Beispiel, da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber da kann er Itachi zum Beispiel auch eine Illusion erzeugen, also ein Genjutsu, wo er halt die Gegner festhält und für mehrere Tage quälen kann und dergleichen. Und ich denke, dass es auch so eine Art sein wird. Und hier liegt das Problem dieser Sache. Wenn zum Beispiel Piccolo und Gohan diese Gegner nicht attackieren können. Ich habe oben mal ein Bild eingeblendet. Da habe ich so als Umrisse die Gegner gezeigt, wie sie womöglich erscheinen könnten oder was es für Gegner sind. Ich denke mal, dass es Gegner sind, die die beiden schon besiegt haben oder gegeneinander angetreten sind. Und da haben wir zum Beispiel Basel, Lavender zum Beispiel und Botamor. Und dieser Teddybär, den sehen wir später auch noch in ein kleines Bild. Hier habe ich nochmal oben eingeblendet. Da sieht man klar deutlich, dass es um diesen Gummibär geht, der natürlich auch gegen Son Gohan gekämpft hat im Turnier. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, und darin kommt jetzt meine Frage an euch, kann es wohl möglich sein, dass einer von beiden rausfliegen wird oder sogar beide rausfliegen werden? Wir sehen aber, dass Son Gohan zum Beispiel nochmal attackiert wird im Rücken von unsichtbaren Gegnern. Das sehen wir ja in der Preview. Und daher denke ich, dass Son Gohan nicht rausfliegen wird. Aber was ist mit Piccolo? Piccolo wird am Ende denn nicht mehr gezeigt und womöglich könnte Piccolo raus sein. Wir wissen es aber nicht genau, aber daran ist es ja eine Theorie. Und darum die Frage an euch. Kann es sein, dass Piccolo rausfliegt? Was denkt ihr darüber? Werden sie es schaffen, aus der Illusion rauszukommen? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und das war's aber erstmal mit diesem Video und dieser kleinen Theorie. Ich bin dann erstmal raus und ciao. Hold up.